Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier TV und des Heimtier Podcasts. Hallo Gabi. Hallo Stefan, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So langsam, aber sicher kann man auch wieder an Aktivitäten draußen denken oder eben auch aktiv draußen sein, weil das Wetter einfach mehr oder besser mitspielt und wir nicht ständig irgendwelchen Matsch an den Schuhen haben etc. Endlich, genau, es wurde Zeit. Und dementsprechend haben wir in unserer aktuellen Themenwelt, die ihr ja auch im Heimtierjournal findet, das Thema Outdoor und Reisen aktiv unterwegs. Und dabei geht es natürlich insbesondere auch um Ausflüge mit dem Hund. Genau, wir wollten euch einmal zeigen, was so alles möglich ist, im Frühjahr oder zu Beginn des Frühlings mit dem Hund draußen zu erleben. Und da haben wir einiges vorbereitet und erklärt. Und zum einen zum Thema Wandern, zum Thema Fahrradfahren mit dem Hund, normale Spaziergänge, Abenteuerspaziergänge oder einfach nur draußen mal lustvoll toben. Also all das könnt ihr auch im Heimtierjournal nachlesen und wir erklären euch auch jetzt ein bisschen dazu hier bei uns im Podcast. Genau, und eigentlich ist vieles davon auch selbsterklärend, aber es gibt dennoch ein paar Dinge, auf die man achten muss, weil natürlich nicht jedes Tier für jede Aktivität eben geeignet ist. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie alt ist das Tier oder hat es vielleicht irgendwelche körperlichen Gebrechen oder ist es eben gerade noch so im Welpenalter, dann ist es natürlich nicht möglich, mit dem Tier alle sportlichen Aktivitäten oder überhaupt alle Aktivitäten draußen so zu vollführen, wie das eben mit einem Adulttier der Fall ist, das eben völlig gesund ist und mit dem man eben auch viel mehr natürlich schon an Tobereien draußen in der Natur vollführen kann. Zunächst mal, der Klassiker ist natürlich entweder die Wanderung oder der Spaziergang. Also Spaziergang, okay, hat man eigentlich jeden Tag mit dem Hund, aber die Wanderung ist natürlich dann nochmal so die gewisse Steigerung und die muss natürlich nicht direkt ambitioniert das Kraxeln in den Bergen sein. Nein, überhaupt nicht. Also es sollte auch gar nicht daraufhin gleich abzielen, sondern die Wanderung, man kann sich ja auch einen schönen Tagesausflug irgendwo hin ausgesucht haben und möchte jetzt mit dem Hund losspazieren und die Route ist vielleicht auch mehrere Kilometer dann auch lang und da solltet ihr halt, und deswegen geben wir da auch die Hinweise, schon schauen, wie ist die Veranlagung eures Tieres, ist es in der körperlichen Verfassung, ja, über viele Kilometer vielleicht mitzugehen oder muss ich da schauen, wie ich Vorsorge treffe, damit das Tier vielleicht möglicherweise trotzdem mitkommt, aber vielleicht nicht den ganzen Weg laufen muss. Und das ist zum einen und wichtig zu beachten, wenn ihr sowas plant. Zum anderen gibt es natürlich sowieso grundsätzlich auch Rassen, die sind lauffreudiger als andere. Und mit lauffreudig meine ich jetzt über lange Strecken lauffreudig. Es gibt natürlich, also in der Regel wollen alle Hunde gerne laufen. Aber und da zählen natürlich Hunde wie der Australian Shepherd, der Labrador oder der Golden Retriever dazu, die einfach auch gerne Strecken laufen. Aber wie gesagt, sie müssen natürlich gesund sein und die Veranlagung besitzen, das tun zu können. Genau. Also bei manchen Hunden ist es sogar gut, die dann so richtig auszupowern, wie jetzt bei den genannten Hunderassen, wenn da gesundheitlich auch soweit alles okay ist und die auch jetzt nicht schon das Seniorenalter erreicht haben und vielleicht nicht mehr ganz so fit und beweglich sind. Aber ansonsten fordern diese Hunderassen das von ihrem Typus her geradezu ein und bei anderen ist es dann natürlich nicht so, beziehungsweise da muss man dann einfach kürzere Strecken aussuchen. Also gerade die kurzbeinigen Hunderassen, genau, die sind genau, da zu erwähnen, genau. Sicherlich. Genau. Und natürlich, wenn eben auch der Hund noch ganz klein, ganz jung ist, also beim Hundewelpen, da ist es selbstverständlich nicht möglich, mit dem an Dinge wie Sport mit dem Hund zu denken, sondern da ist es einfach so, da muss ich eher überlegen, wie kann ich den eigentlich mitnehmen und transportieren. Genau, ja, da gibt es dann spezielle Rucksäcke tatsächlich für, wo ihr das Tier einpacken könnt und wo der Kleine dann trotzdem an der Wanderung teilnehmen kann, ohne dass es und zwischendurch mal laufen kann, ohne dass er irgendwie zu Hause bleiben muss. Ja, und meine Oma hat mir früher schon gesagt, also nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen, also schwimmen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Sport bei den Hunden. Ne? Genau, das sollte man tatsächlich machen, weil Hunde, es gibt zwar da auch Hunderassen, die da eher zu neigen, aber mit vollem Magen läuft man tatsächlich nicht gut und kann natürlich auch im schlimmsten Falle sogar eine Magendrehung hervorrufen, was jetzt wir nicht natürlich direkt hoffen wollen, aber trotzdem mit vollem Magen sollte man natürlich nicht
auf Wandertour gehen. Ja, und jetzt seid ihr vielleicht mal unterwegs und zwischendurch regnet es auf einmal oder der Waldboden ist noch so ein bisschen matschig von den regenreichen Wochen der letzten Zeit. Dann ist so eine Autoschondecke natürlich Gold wert, weil sonst habt ihr immer sofort alles entsprechend schmutzig und da kann man noch so gut aufpassen. Ja, das stimmt. Also die ist wirklich sehr praktisch, solltet ihr euch überlegen. Die könnt ihr wunderbar hinten ins Auto spannen und leicht fixieren und ist immer gut waschbar und so haltet ihr einfach das Auto sauber, auch wenn der Vierbeiner es vielleicht gerade mal nicht ist. Genau. Und dann bieten sich natürlich darüber hinaus auch Touren mit dem Fahrrad an. Genau. Aber da gibt es eben entsprechendes Zubehör und auch so ein paar Grundregeln. Genau. Auch hier ist natürlich eine Kondition erforderlich, denn Fahrradfahren ist ein Ausdauersport und der bedarf einfach auch einer gewissen Grundkondition. Und auch das muss euer Vierbeiner auch erstmal leisten. Das heißt also so langsam die Kondition aufbauen jetzt zu Beginn des Frühlings und nicht gleich irgendwie mit der Mörderradtour starten und dann so langsam peu à peu, das könnt ihr ja dann die Streckenlänge anpassen, aber wie gesagt, die Kondition muss stimmen und eben auch hier die Veranlagung, also auch hier eignen sich eher weniger Tiere, die von vornherein schon schwer sind und wo das Ganze dann eventuell auch auf die Gelenke geht. Da muss man natürlich auch nochmal schauen, welche Tiere für den Radsport dann eben auch am Rad geeignet sind. Also da solltet ihr auch nochmal ganz genau schauen, ob das wirklich für euren Vierbeiner die richtige Sportart ist. Und ansonsten, wenn ihr Fahrrad fahren wollt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Transportkorb euren Tieren zu ermöglichen, die Radtour mitzumachen und dass er immer nur gewisse Strecken mitläuft und den Rest der Strecke dann im Transportkorb sitzt und genau. Schön zuschaut. Kann man ja auch ein bisschen abwechseln. Ist für den Hund ebenfalls spannend, einfach mal aus dem Korb heraus zu gucken und in die Natur zu gucken und dann natürlich dann, sobald er wieder fit ist, auch ein kleines Stück wieder zu laufen. Und ich denke mal, so eine Regelmäßigkeit ist dann wichtig, nicht nur in Bezug auf den Sport an sich oder auf das Laufen mit oder beim Rad, sondern eben auch, was das Tempo betrifft. Also, dass man dann eben nicht ständig einen Tempowechsel macht und plötzlich der Hund ganz schnell werden muss, sondern ja, so ein regelmäßiger Trab ist wahrscheinlich genau, das Beste. Unbedingt. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich das Tempo gleichmäßig halte und in einem ganz soliden Tempo auch fahre und nicht darum rase. Ja, und im Zoofachhandel, in den Zookauffachgeschäften findet ihr im Übrigen vieles an Zubehör, was dafür geeignet ist. Also die Körbchen hast du schon erwähnt, dann gibt es natürlich auch die Anhänger fürs Fahrrad, genau. Die man dann nochmal, wenn man auch eine entsprechende Kupplung am Fahrrad hat oder dort montiert, mit denen man dann den Hund auch problemlos durch die Gegend kutschieren kann. Und das bietet sich natürlich auch an, wenn man den Hund dann trotzdem mitnehmen kann oder möchte oder muss. Und wenn man dann auf der anderen Seite aber auch einen Hund hat, bei dem es jetzt einfach per se nicht angezeigt ist, dass der jetzt die ganze Zeit neben dem Rad herläuft. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, dass es dem Hund unterwegs gut geht. Da ist natürlich Wasser jetzt erstmal das oberste Gebot. Auf jeden Fall, das solltet ihr auf jeden Fall immer dabei haben, auch ein Erste-Hilfe-Kasten. Es kann ja immer mal ein kleines Malheur passieren in dem Sinne, dass ich eben dann mit einem Erste-Hilfe-Kasten das Ganze Problem schnell versorgen kann. Genau, also wenn da irgendwas mit den Pfoten zum Beispiel ist. Und es gibt auch faltbare Trinknäpfe im Zoofachgeschäft. Also da könnt ihr eben auch entsprechend sehr kleine und gleichzeitig praktische Dinge, die platzsparend sich auch in einem Rucksack verstauen lassen, finden und euch sichern. Und das ist natürlich dann auch eine gute Ausrüstung, damit man jetzt eben nicht einen ganzen Hausstand mitnehmen muss, sondern dass man eben wirklich sehr effizient planen und auch reisen kann beziehungsweise draußen unterwegs sein kann. Ja, dann ist natürlich Spiel, Sport, Spaß angesagt. Auch jede Menge Spielzeuge gibt es auch. Ja, natürlich. Also wer draußen einfach mal Lust hat auf eine Runde toben, der kann natürlich mit Frisbees, mit Bällen, mit Tauen oder auch mit Futterdummies für jede Menge Spaß sorgen. Und auch das bekommt ihr alles im Zoofachhandel. Könnt ihr mal schauen, da gibt es in großer und reichlicher Auswahl alle Möglichkeiten an Spielzeug, an Material, um eben diese Stunden für ganz besonders werden zu lassen. Und ich glaube, da hat nicht nur der Vierbeiner Spaß, sondern ihr sicherlich auch.
Genau, und dann ist es wichtig, dass das Spielzeug natürlich robust ist, wobei auch robust und robust unterschiedlich aufgefasst werden kann. Also ich habe auch schon diverse Rezensionen zu Produkten gelesen. Da schreiben dann die einen, ja, hält jetzt schon fast ein Hundeleben lang, und die anderen, da hat es der Hund dann in kürzester Zeit zerlegt. Also es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, was ist das für ein Hund, was für eine Hunderasse, wie ist das Gebiss, wie ist auch dessen Aktivität, und bei manchen eher ruhigen Gemütern, da kann sowas natürlich auch länger halten, und bei anderen ja, kann es schlichtweg auch sein, dass das Spielzeug nicht so lange hält. Also das hat nicht unbedingt was mit der Qualität zu tun, sondern oftmals dann eben auch mit der Aktivität und dem Wesen des Hundes. Ja, dann ist natürlich es auch so, dass oftmals in der Natur Hunde sehr stark abgelenkt werden durch diverse Sinneswahrnehmungen, vor allen Dingen durch Gerüche. Ja, gerade jetzt im Frühling, wenn jetzt das Moos saftig grün, vielleicht, wahrscheinlich für die Hundenase dann eben auch entsprechend gut duftet, die Pflanzen fangen wieder an und treiben aus. Also das ist sicherlich ein ganzes ja, Fest der Sinne für die Tiere. Und da solltet ihr natürlich schauen, dass der Hund entweder ja, sehr gehorsam ist und auf euren Rückruf hört, oder ob er sich eben ja, diesen Gerüchen hingibt und euren Rückruf sein lässt. Von daher wäre es in solchen Fällen sicherer und besser. Ihr habt entsprechende Schleppleinen dabei, da hat der Hund die Möglichkeit, also eine lange Strecke, ungefähr 15 Meter ist die Leine lang, zu laufen, und trotzdem ist am Ende der Leine dann noch jemand, der regeln kann, wenn der Rückruf eben nicht so erfolgt, wie er erfolgen soll. Ja, und jetzt sind ja die Winter hierzulande, bis auf wenige Ausnahmen oder wenige Tage, eigentlich immer milder geworden die letzten Jahrzehnte und Jahre. Und gleichzeitig freuen natürlich sich auch Zecken, sobald es wieder wärmer wird. Dann sind die Plagegeister wieder verstärkt unterwegs und beißen sich eben auch bei Hunden und Katzen fest. Also dementsprechend, egal ob es dann die Freigängerkatze ist oder der Hund, mit dem man sich dann natürlich jeden Tag draußen bewegt, eine entsprechende Vorsorge ist dann schon wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also Zecken lauern einfach im Bodenbereich, auf Wiesen, in Gräsern, im Unterholz, und wichtig ist, dass ihr bei jedem, nach jedem Spaziergang und auch wenn die Katze nach ihrer Outdoor-Aktivität zurückkommt, untersucht wird auf Zecken und guckt, ob, ja, ob sich eines dieser ja, Ungeziefer im Fell der Tiere verirrt hat, denn dann gilt es eigentlich, diese sofort zu entfernen, denn auch Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen, und um das zu vermeiden, ist es ganz wichtig, dass ihr das Tier regelmäßig untersucht und eben sofort auch die Zecke entfernt. Ja, und natürlich ist es für den Menschen auch unangenehm. Also ich hatte das selbst schon mal, da musste ich mehrere Wochen Antibiotika nehmen. Also ja, dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass ihr da eben eine Zeckenzange auch griffbereit habt und parat habt. Und präventiv gibt es natürlich auch verschiedene Spot-on-Präparate, die man benutzen kann. Ja, die sind hochwirksam tatsächlich auch. Also das wird den Tieren in den Nacken geträufelt, und die sind nicht nur gegen Zecken hochwirksam, sondern eben auch gegen Flöhe und anderes Ungeziefer, gegen Stechmücken. Und ja, das könnt ihr alles im Fachhandel bekommen. Da könnt ihr euch zu beraten lassen. Und ja, probiert es aus. Also das ist ein sicherer, guter Schutz, den ihr euren Tieren ermöglicht mit entsprechenden Präparaten auch. Genau, und das alles bekommt ihr, damit es nicht unangenehm wird. Sprechen wir aber über das komplett Angenehme für viele, oder eigentlich für alle Vierbeiner, nämlich das Belohntwerden, die Snacks. Ja, das ist natürlich das Beste überhaupt. Wer hat nicht gern irgendwie, ich glaube, als Halter ein Leckerchen bereit und gibt es seinem Tier, als auch natürlich das Tier selbst, was sich unfassbar freut über jeden leckeren Happen, den es bekommt. Und ja, und da gibt es natürlich auch eine unglaubliche Vielzahl an leckeren Snacks, an funktionalen Snacks. Also hier ist wirklich kaum Grenzen gesetzt, was es alles so im Snackbereich gibt und was der Snackbereich zu bieten hat. Also da könnt ihr auch nochmal genauer schauen, was für euch auch sinnvoll ist. Wie gesagt, es gibt eben auch Snacks mit Zusatzfunktionen. Da muss man einfach schauen, was möglicherweise für den eigenen Vierbeiner da gut geeignet ist. Aber ja, das kommt immer gut. Und praktisch ist es natürlich, wenn ihr sie für unterwegs mit habt, dass sie klein sind, dass sie handlich sind. Man kann sie auch aus der
Paste füttern. Das ist alles sehr leicht und gut dosierbar. Und von daher, also schaut euch einfach mal im Fachhandel um. Es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Da ist für jeden was dabei. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch das entsprechende Zubehör, um die Snacks dann eben auch direkt griffbereit zu haben. Die lassen sich dann eben auch beispielsweise an den Gürtelschnallen problemlos befestigen, also so kleine Snackbeutel. Und generell gilt, schaut auf jeden Fall mal im Zoofachgeschäft vorbei, in den Zookaufläden. Dort beraten euch die MitarbeiterInnen sehr gerne und geben euch weitere Tipps. Ja, das war unsere aktuelle Themenwelt, aber damit sind wir noch nicht ganz durch, weil wir haben noch ein tolles Gewinnspiel für euch, und zwar mit der Firma Bosch Tiernahrung. Da gibt es 3 tolle Futter- und Snackpakete zu gewinnen. Ja, richtig. Wie du schon sagst, von Bosch Tiernahrung haben wir 3 tolle Futterpakete zu verlosen. Und die Futterpakete beinhalten einmal das Bosch-Menü, das Heimat- und das Semi-Sortiment. Und das sind natürlich hervorragend leckere, vom Trockenfutter bis zum Snack hervorragende Futtermittel, die, glaube ich, jedem Vierbeiner einen wahren Gaumenschmaus verursachen. Ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ja, sozusagen, so. Genau. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es zum Beispiel die Semis-Schnitte auch in einer Special Edition gibt für VfB Stuttgart-Fans, weil Bosch Tiernahrung auch Sponsor ist des VfB Stuttgart. Da haben sie sich natürlich die passende Saison ausgesucht. Ich selbst bin Köln-Fan, leid geprüft und gewohnt, aber wenn vielleicht unter euch auch Stuttgart-Fans sein sollten, dann könnt ihr euch ja mal umschauen, ob ihr diese Special Edition auch noch ergattern könnt. Oder wir reden nochmal mit Bosch Tiernahrung. Oder wir reden mit Bosch Tiernahrung, genau. Ob es nicht der FC werden kann. Genau, das könnte auch günstiger werden in der nächsten Saison, aber sind wir nicht zu böse und zu pessimistisch. In jeder Ausgabe des Heimtier-TV und des Heimtier-Podcasts haben wir eben natürlich auch ein Interview begleitend zur aktuellen Themenwelt oder zu aktuellen Dingen, die wir im Heimtier-Journal auch für euch aufbereitet haben. Und du hast diesmal mit unserer Hundetrainerin gesprochen, die wir schon öfter hier im Podcast zu Gast hatten. Genau, ich habe gesprochen mit Maike Gräfe. Sie ist von der Hundeschule Blickwinkel Hund in Schwelm. Und mit ihr habe ich einmal über die Möglichkeiten gesprochen, was ist denn überhaupt alles jetzt so im Frühjahr tatsächlich an Aktivitäten möglich? Was bieten vielleicht auch Hundeschulen an, damit ihr eure Aktivitäten noch besser, sinnvoller ermöglichen könnt? Und hören wir doch mal rein, oder? Tipps aus berufenem Mund, da hören und sehen wir gerne mal rein. Unser Thema heute beschäftigt sich mit den vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten, die jetzt zu Frühlingsbeginn mit dem eigenen Vierbeiner wieder so richtig Spaß machen. Welche Aktivitäten sind möglich? Welche Vorbereitungen sollten beachtet werden? Und gibt es spezielle Ausrüstung, die in diesen Tagen sinnvoll zum Einsatz kommen sollte? Fragen über Fragen, die wir am besten mit einer Expertin besprechen. Ich freue mich natürlich, dass heute die Hundetrainerin Maike Gräfe von der Hundeschule Blickwinkel Hund in Schwelm wieder unser Gast ist und wir dieses Thema gemeinsam mit dir etwas genauer unter die Lupe nehmen können. Hallo, Frau Gräfe. Hallo und vielen lieben Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich danke Ihnen, dass Sie uns hier zur Verfügung stehen. Also mein Dank geht genauso sehr an Sie zurück. Gibt es aus Ihrer Sicht als Hundetrainerin besonders beliebte Aktivitäten jetzt ab dem Frühjahr, die Hundehalter und Halterinnen mit ihrem Vierbeiner unternehmen? Im Grunde sollten Hunde ja das ganze Jahr über beschäftigt werden und viele Hunde sind auch im Winter sehr gerne aktiv. Meistens ist es dann der Mensch, der dann nicht so gerne vor die Tür geht oder draußen nicht wirklich so lange Zeit verbringt. Somit, wie gesagt, eigentlich sollte es das ganze Jahr über passieren, dass da ja etwas Beschäftigung da ist, nicht nur im Frühjahr. Wie gesagt, im Frühjahr wird es immer wieder vermehrt natürlich, dass die Menschen mit ihren Hunden gerne vor die Tür gehen. Ja, klar. Ist dann auch wettertechnisch natürlich nochmal was anderes. Ja. Bieten Sie denn in Ihrer Hundeschule bestimmte Trainingsmethoden oder auch Ansätze an, die jetzt zum Frühjahr quasi besonders effektiv sind, um sportliche Aktivitäten beispielsweise vorzubereiten, wenn da Hundehalter irgendeinen Plan haben, was Spezielles machen zu wollen? Wir bieten auch da das ganze Jahr über natürlich durchgehend unsere Beschäftigungsthemen, Workshops, Kurse an und also da geht es halt hauptsächlich um Mentraining, ne? Das ist unser Schwerpunkt, da machen wir sehr, sehr viel. Gartenarbeit bieten wir an und auch so die ein oder andere kleine Beschäftigungsgeschichte, mal so ein bisschen Futtersuche oder sogenannten Futterdummy, so ein Apportieren, spielen mit dem Hund natürlich, ne? Das, wie gesagt, das gibt es bei uns nicht. Ja.
es wird natürlich in den Sommer- oder Frühjahrmonaten natürlich viel, viel besser angenommen. Na klar, verständlich irgendwo, ne? Mhm. Ja. Okay. Wo Sie jetzt auch schon Futterdummy ansprachen, so in Richtung Ausrüstung, Spielzeug, ist das, welche Rolle spielen Spielzeuge oder eben die Ausrüstung auch bei der Förderung von beispielsweise positiven Verhalten oder eben auch Interaktionen während so gemeinsamer Aktivitäten mit dem Hund? Welche Rolle spielen? Haben die eine besondere Bedeutung? Also erstmal, man braucht, um mit dem Hund jetzt irgendwas Nettes zu machen, braucht man keine große Ausrüstung. Ne? Es gibt die eine oder andere, die kaufen sich ein riesen Agility-Set oder ach, weiß ich nicht was alles. Im Grunde brauchst du da nicht mal viel. Ne? Mhm. Und man kann sehr wohl ohne irgendwelche Gegenstände sehr schön mit dem Hund spielen oder sich auch mal beschäftigen. Man kann natürlich auch, ja, ich sag mal, ein bisschen Futterdummy holen, ne? Einen anderen Dummy zum Apportieren. Manchmal, das mache ich auch sehr gerne im Einzeltraining mal oder halt auch mit meinen Hunden auf Spaziergängen, dass man einfach mal eine Tupperdose mit ein paar Löcher reinmacht, da irgendwie was Besonderes an Futter mit reinpackt und das irgendwo im Wald versteckt, dass der Hund das suchen und anzeigen kann und solche Geschichten. Wie gesagt, das geht sehr wohl mit Gegenständen und Ausrüstung, aber man kann auch ganz, ganz viel ohne machen oder mit irgendwelchen kleinen Dingen, die man sowieso im Haus hat. Ne? Tupperdose, ja, in der Schublade. Und wenn man da mal eine aussondert, ne, die man dann wirklich für den Hund nehmen kann, ein paar Löcher oben rein, dann kann man da auch wunderbar, ja, ja, mit in die Beschäftigung gehen. Genauso macht Spiel aber auch ganz, ganz viel Spaß, wenn man gar nichts hat. Ne? Das sind so, sag mal, Objekte, da kann man meistens so ein bisschen mit ausgleichen. Weil wenn ich jetzt mit dem Hund in der Interaktion bin und wir spielen wirklich richtig wild einfach mal, dann geht es natürlich sehr viel auch um meine Körpersprache. Ne? Wenn ich in meiner Körpersprache dann nicht klar bin, sodass der Hund wirklich sagt, wo, okay, wir spielen, ich bin mir da ganz sicher, dann kann es da auch zu vielen Missverständnissen kommen, sodass der Hund sich auch gar nicht auf ein Spiel wirklich einlassen kann. Mhm. Und wenn man auf so einem Punkt noch ist, dann macht es natürlich Sinn, da vielleicht auch ein Zerrtau noch mit einzubauen oder solche Geschichten, dass man halt mit dem Zerrtau um irgendwas spielt. Aber ja, das Optimale ist natürlich gerade im Spiel auch, dass man einfach mit dem Hund ist und sich auf den Hund einlassen kann, der Hund sich auf den Menschen einlassen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nur da gehört auch erstmal sehr, sehr viel zu. Ne? Ja. Also, wie kann ich mich bewegen und was kommt halt auch beim Hund an? Ja, ja, also Sie sprachen, ja, genau, Sie sprachen es ja gerade an. Also die Körpersprache, die Kommunikation muss einfach stimmen, damit eben auch das Spiel gelingt oder die Aktivität, die man eben dann irgendwo auch gerne durchführen möchte. Ne? Klar, also ja, wichtige Sache, das stimmt. Geht, ne, oder zu Konflikten kommt, dann kann man da eher wieder sagen, okay, wenn wir noch nicht so weit sind, ne, man kann ja nur so üben oder feilen oder sich da auch schulen, wie man das am besten machen kann. Und bis dahin kann man ja noch irgendwelche Spielzeuge mit einbauen, dass ja, das klarer ist, dass wir auch wirklich im Spiel sind und der Hund da jetzt nicht irgendwelche Grenzen oder irgendwas befürchten muss. Mhm. Yeah. Ja, ist denn, Sie hatten jetzt gerade schon mit der Tupperdose das auch angesprochen, die Nase ist ja nun mal eines der wichtigsten Organe und das Top-Organ des Hundes überhaupt und da liegt natürlich wirklich auch die Nasenarbeit nahe, dass man da irgendwas mitmacht. Jetzt ist die Möglichkeit auf einem Spaziergang dann irgendwas zu verstecken, natürlich die eine Möglichkeit. Gibt es noch weitere so interessante Dinge, die einen Hund so richtig auslasten, mit seiner Nase aktiv zu sein? Es gibt ja einmal die relativ einfachen Geschichten, ne, wie das, was ich gerade angesprochen habe, mit ja, der Futter, die ich irgendwo verstecke, oder irgendwelche Futterbröckchen im Baum, ne, dass man den Hund irgendwo sitzen lässt, ihn dann dahin schickt und sagt, okay, wenn du da suchst, wirst du was finden, und der Hund muss dann da mit der Nase weiterarbeiten. Das sind die etwas einfacheren Sachen, finde ich aber auch sehr nett, weil man die halt auf einem ganz normalen Spaziergang auch mal einbauen kann, ne, dass man nicht sagt, okay, da würde ich im Wald laufen, dann gucke ich aufs Handy oder schiebe meinen Gedanken nach und mein Hund macht sein Ding. Und wir haben dann nur Beschäftigung auf dem Hundeplatz. Ne? Das wird im Alltag irgendwann ganz, ganz schwierig, weil der Hund weiß das natürlich und sagt, ja, im Wald bist du kurz langweilig, da mache ich mein Ding, du deins. Von daher finde ich sowas sehr nett. Und wenn man natürlich, gerade halt auch der Mensch, ne, von der Zeit her und auch von seiner Motivation her da ein bisschen mehr machen möchte, dann kann man natürlich, wie gesagt, nur das Mentraining dem Hund mal anbieten oder das mit dem Hund einfach mal ausprobieren. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Gesagt, können Sie das noch genauer erklären für die, die das nicht kennen, also was genau Mentraining ist? Es ist ja die Suche nach einem Kompetenzen. Mhm.
Der Hund bekommt eine Geruchsprobe von dem Mensch, der verschwunden ist, und soll ihn dann suchen. Bedarf natürlich ein bisschen Aufbauarbeit. Ne? Sag mal, wenn ich einem Hund, ja, der das gemacht habe, jetzt einen Beutel hinhalte, sagt er, schön, da ist die Mütze von irgendwem drin, aber ist mir gerade auch egal. Deswegen, also da bieten wir Anfänger-Workshops an, ne? Und dann Aufbaukurse, und das gibt es bei uns halt auch das ganze Jahr über, weil das ist eine super schöne, intensive Arbeit. Und was ich auch besonders schön darin finde, dass der Hund selber mal Entscheidungen treffen soll in einem geschützten Rahmen. Ne? Das möchte ich ja im Alltag nicht. Mhm. Wenn wir in der Führung sind, dann soll der Hund mich fragen, ne? Soll mir die Entscheidung überlassen, soll sich auch mal zurücknehmen. Unser Mensch-Wehrling darf er halt auch mal die Entscheidung treffen und die Richtung angeben. Okay. Da halt sehr, sehr schön, und auch gerade für unsichere Hunde. Also wir haben ganz viele unsichere Hunde in unserer Gruppe, die da so richtig aufblühen. Ne? Die trauen sich erstmal, irgendwann wachsen die immer weiter über sich hinaus und sehen halt auch, was sie können. Ja, dementsprechend, ach, wie schön. Wenn es denn auch dem Menschen Spaß macht. Weil das ist auch immer grundlegend dafür, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das, weil der Hund ist darin gut, aber ich quäle mich jedes Mal selber irgendwo hin. Da muss man halt überlegen, Gartenarbeit. Ne, oder wirklich Dummy-Suche draußen irgendwo auf dem Feld, im Wald. Ne, da gibt es ja eine große Facette an Möglichkeiten. Und da finde ich es immer wirklich wichtig zu schauen, auf der einen Seite, was liegt dem Hund und was macht dem auch Spaß, aber was halt, was gefällt auf dem Halter. Ne, weil ja, klar. Ja. Beide dann in die selbe Richtung gehen und beide Spaß dran haben. Ja, ja. Ist denn, kann man irgendwie sagen, dass es bestimmte Ratten gibt, die das eine besser können als andere? Oder ist letztendlich sowas für alle Ratten oder Mischlinge, es gibt ja nicht nur Hunderassen, sondern irgendwo auch die Mischlinge dazwischen, gibt es da Besonderheiten, oder macht das für jeden eigentlich Spaß? Ich sag mal, jeder Hund, der zu motivieren ist, dem hat es bis jetzt Spaß gemacht. Ne? Also es gibt ja wirklich die da stehen und sagen, ja, warum soll ich jetzt? Die viel zu bequem dazu sind, die überhaupt gar keine Lust haben zu arbeiten. Die gibt es natürlich auch mal. Da wird es dann natürlich schwierig, weil ohne Motivation, ne, dann fängt es natürlich auch an. Rassebedingt ist das natürlich auch in der Geschichte, weil nicht alle Hunde gleich viele Richter in der Nase haben. Da gibt es auch Unterschiede. Das haben wir, die Schweißhunde zum Beispiel, die sind viel, viel besser natürlich in der Arbeit als manche Hütehunde. Und nicht daran, dass die einfach intelligenter sind oder sowas, ne? oder besser ausgebildet. Klar, Ausbildungsstand ist auch mal noch eine Geschichte und auch die Konzentrationsfähigkeit des Hundes. Aber die Hunde, die viel mehr Riechzellen in der Nase haben, die können das natürlich viel, viel besser filtern als ein Hund, der das nicht hat. Ne? Also bedingt gibt es da schon Unterschiede, aber wir sehen das auch immer wieder in der Konzentration. Ne? Wir haben Hunde dabei, also ein Bouvier zum Beispiel, der ist halt ein ganz bequemer Zeitgenosse, der geht los und man hat erstmal das Gefühl, der läuft nur, der sucht gar nicht. Aber der ist halt sehr bedacht dabei und sehr konzentriert. Und sowas ist natürlich auch immer wichtig. Und wir haben auch ein paar Rassen, die wirklich sehr, sehr hoch in ihrer Motivation stehen und sehr aufgeregt und nervös sind. Und da muss man schon mal so ein bisschen aufpassen, dass die nicht einfach, die können ja teilweise, wenn die so extrem aufgeregt sind, gar nicht mehr klar denken. Dann brettern die los und übersehen viele, viele Punkte oder rennen einfach mal über eine Kreuzung und sagen, wir müssen einfach geradeaus weiterlaufen. Na, das spielt natürlich auch immer noch eine große Rolle, aber das lässt sich ja mit der Zeit alles irgendwo ausarbeiten. Ne? Der eine Hund hat Kreuzungen, dann arbeiten wir daran. Der nächste Hund hat Themen mit fremden Menschen, dann wird das erarbeitet. Ne? Also das ist ein tolles, großes Gebiet mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Na klar, und bei Ihnen sind Sie ja dann in den besten Händen und als Expertin sehen Sie ja dann genau, was da irgendwie auch noch gebraucht wird und gefördert werden muss. Da schließt sich natürlich die Frage an, die abschließende, Sie haben ja selbst Hunde, logisch. Was machen Sie denn am liebsten so mit Ihren Vierbeinern an Aktivitäten? Jetzt auch, ob jetzt zum Frühling oder über das ganze Jahr, sei mal dahingestellt, aber so gibt es da so Lieblingsaktivitäten, die Sie mit Ihren Hunden machen? Also ich bin ja persönlich, wie man gerade, glaube ich, schon rausgehört hat, großer Fan von Menschen. Das finde ich super. Nur habe ich natürlich auch ein paar mehr Hunde und es ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, man möchte alle fördern. Das kostet natürlich sehr viel Zeit dann auch. Dementsprechend ist einer von meinen Hunden, eine Hündin, ist im Menschwerding auch ausgebildet. Die ist da auch sehr gut drin. Das finde ich auch mal sehr schön. Das finde ich ein Chihuahua. Und viele Vorurteile, ne, so von wegen, ach, das ist ja nur ein kleiner Hund. Und das finde ich immer total schön, wenn sie dann durchstartet und natürlich genauso viel kann ich, weil Körpergröße spielt ja nicht wirklich eine Rolle.
Die macht das sehr schön. Und ansonsten, die eine Hündin, der lege ich schon mal die Fährte, die ist ein bisschen bequemer unterwegs, weil das auch eine schöne, konzentrierte Arbeit ist. Und ansonsten machen wir sehr viel auf den Spaziergängen, ne? Dass ich tatsächlich mal was verstecke oder die mal irgendwo wo warten lasse und dann ranrufe. Oder wir verlieren mal einen Dummy unterwegs, den dann keiner holen darf. Und dann gehen wir um 5 weitere Ecken und irgendwann schicke ich einen von denen dann los. Die müssen sich natürlich alle einprägen, wo ich den verloren habe, und schicke einen von denen dann los, den Dummy holen. Solche Geschichten halt, weil man da halt natürlich auch alle Hunde dabei haben kann und auch alle Hunde abwechselnd immer mal wieder einbinden kann. Ach, wie schön. Also ich würde mal sagen, jetzt aufgrund Ihrer schönen Erläuterungen hier, würde ich eines feststellen, langweilig wird es bei Ihnen bestimmt nicht und bei Ihren Hunden ganz bestimmt nicht. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns hierfür zur Verfügung gestanden haben und einfach mal ein paar schöne Aktivitäten und Beispiele herausgefiltert haben. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur weiterhin viel Erfolg wünschen für Ihre Hundeschule, Blickwinkelhund, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, also bei Interesse, ihr könnt unter www.blickwinkel-hund.de über die verschiedenen Angebote in der Hundeschule von Maike Gräfe ganz gewiss noch vieles erfahren. Schaut einfach mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss. Vielen Dank, Frau Gräfe, und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ganz vielen Dank auch Ihnen. Bis bald. Ja, ein wirklich tolles Interview erneut, und sicherlich habt ihr dann eben auch viele tolle Tipps und Anregungen bekommen für eure Aktivitäten draußen in der Natur. Ja, das war schon wieder unsere aktuelle Ausgabe des Heimtier TV und Heimtier Podcast, sehr kurzweilig erneut. So schnell ging's. Ich hoffe, ihr habt auch jede Menge an Inspirationen und Ideen mitgenommen für die nächsten bevorstehenden Wochen. Wir wünschen euch auf jeden Fall natürlich viel Spaß draußen in der Natur mit euren Tieren und kommt gut durch die kommenden Wochen, bis wir uns dann das nächste Mal wieder hören und wieder sehen. Einen schönen Frühling wünschen wir euch. Genau, bis dahin. Tschüss. Thank you.